Guten Morgen in Christus. Hallo. Ja. Ich möchte gerne beginnen heute mit Kapitel 6, Römisch 6. Und das Kapitel aus dem Textbuch in Ein Kurs in Wundern heißt Die einzige Antwort. Gott lehrt nicht. Lehren setzt einen Mangel voraus, von dem Gott weiß, dass es ihn nicht gibt. Gott ist nicht in Konflikt. Lehren zielt auf Veränderung ab. Gott aber schuf nur das Unveränderliche. Die Trennung war kein Verlust der Vollkommenheit, sondern ein Versagen der Kommunikation. Interessant, ne? Die Trennung war kein Verlust der Vollkommenheit. Ja, die Vollkommenheit ging nicht verloren. Es war ein Versagen der Kommunikation. Das ist interessant, ne? Der Sündenfall ist nicht geschehen, weil die Vollkommenheit nicht verloren wurde. Es war nur ein Versagen der Kommunikation. Eine schroffe und schrille Form der Kommunikation entstand als Stimme des Ego. Sie konnte den Frieden Gottes nicht zerschlagen, wohl aber den deinen. Gott hat sie nicht ausgelöscht, diese Stimme des Ego, weil sie auslöschen, sie anzugreifen hieße. Selbst in Frage gestellt, stellte er nicht in Frage. Er gab nur die Antwort. Und seine Antwort ist dein Lehrer. Das heißt, seine Antwort ist der Heilige Geist. Das ist seine Antwort. Ja. Und wenn wir jetzt heute mit der heutigen Lektion, das ist 45, sind wir, Gott ist der Geist, mit dem ich denke. Gott ist der Geist, mit dem ich denke. Ja, dann lasst uns doch mal verweilen damit. Gott ist der Geist, mit dem ich denke. Also es ist der Heilige Geist. Das ist seine Antwort. Der Heilige Geist ist der Geist, mit dem ich denke. Denn Gott, was heißt das überhaupt, Gott? Weil es gibt ja diesen Spruch, der Mensch denkt und Gott lenkt oder so ähnlich. Aber was heißt Gott denkt, ne? Und der Heilige Geist ist seine Antwort auf die Trennung. Also Gottes Antwort auf die Trennung. Das heißt, im Himmel gab es den Heiligen Geist nicht und im Himmel gibt es auch den Heiligen Geist nicht. Im Himmel gibt es keine Trennung, da ist nur Einheit, da gibt es nur Gott. Und die Stimme für Gott, die ja auch eins ist mit allem und eins ist mit Gott, das ist ja keine Trennung, sondern das ist einfach nur jetzt symbolisch zu verstehen, dass es der Mittler ist zwischen der Illusion hier, der scheinbaren Trennung und der Wahrheit, die nötig ist, weil Gott diese Trennung nicht kennt und nicht wahrnimmt. Nichts erkennt das ja nicht. Das heißt, seine Antwort war der Heilige Geist, der nur nötig ist, solange ich glaube, getrennt zu sein. Brauche ich den Heiligen Geist? Brauche ich Jesus? Ne, das sind alles Symbole. Im Grunde sind es Symbole. Ne? Nur nötig jetzt, solange wir glauben, getrennt zu sein. Erwacht im Himmel ist kein Jesus, kein Heiliger Geist und kein Ich und kein gar nichts mehr da. Da sind wir eins mit Gott. Ne? Und wenn wir jetzt sagen, Gott ist der Geist, mit dem ich denke, und deswegen, weil Gott. Was heißt Gott denkt? Also man sagt ja auch, in der Bibel steht ja, am Anfang war das Wort. Welches Wort?
Ich meine, was ist damit denn eigentlich gemeint? Wenn ich jetzt mal einfach mal so mich frage, was kann denn damit gemeint sein? Gott denkt und in welcher Sprache denn? Welches Wort hat er denn gedacht und welche Sprache hat er Englisch gesprochen oder hat er gar Deutsch gesprochen? Glaube ich jetzt nicht. War nicht international genug. Oder was? Was hat er für eine Sprache? Spanisch oder so? Also dieses Denken, alleine das, das sind ja auch Worte, das sind alles nur Symbole, das ist alles nur das, was wir jetzt hier brauchen, sozusagen, weil unsere Kommunikation mit Gott versagt ist für einen Augenblick, ja, für einen winzig kleinen Augenblick nur, der in Wahrheit auch schlussendlich gar nicht mal wirklich stattgefunden. Er ist nicht wirklich, weil es gar nicht sein kann. Ja, aber deswegen Gott denkt. Jesus sagt ja auch im Kurs, Gott vermehrt sich durch Ausdehnung. Wir sind ja eine Vermehrung Gottes. Wir sind eine Ausdehnung Gottes. Ja, oder er sagt auch, wir sind ein Gedanke Gottes. Ja, aber Gott vermehrt sich durch Ausdehnung. Ja, Ausdehnung. Und das können wir ja eigentlich auch spüren, wenn wir wirklich still werden, wenn wir nach innen gehen und so wie gestern geübt haben und heute wieder üben werden, an allen Gedanken vorbeizugehen. An allem, was sich da zeigt, vorbeizugehen und immer tiefer in uns hineinkommen, dann wird der Geist immer ruhiger und ruhiger und ruhiger, bis er ganz ruhig ist. Da ist dann eigentlich kein Denken mehr, kein Gedanke mehr, dann ist da Stille. Und das ist eigentlich für mich jetzt so in meinem, wie ich das jetzt so fühle, ja, so was jetzt so zu mir kommt. Das ist eigentlich so, wenn ich jetzt in der tiefsten Tiefe mit Gott denke oder bin, ja, dann ist da einfach nur noch Stille, ne? Und wir jetzt hier brauchen einfach dieses, weil wir ja nun mal denken, unser Geist ist sehr aktiv, der aktiviert, der ist ständig aktiv in Trennung und Urteilen und Machen und Tun hier auf der Welt beschäftigt. Und er ist ja die Ursache von allem. Und da wir diese Aktivität so stark haben, brauchen wir jetzt einen Führer, mit dem wir dann besser uns ausrichten wie vorher, ne? Weil vorher waren wir gar nicht ausgerichtet, da waren wir sozusagen unbewusst. Also ich war unbewusst darüber, dass ich Gedanken ändern könnte oder so. Ja, ich weiß nicht, das war alles so selbstverständlich irgendwie. Meine Gedanken in Frage stellen oder so. Das war alles überhaupt nicht im Bewusstsein, ne? Und jetzt haben wir ja erst gelernt, aha, ich kann mich anders ausrichten. Ich kann die Ursache für mein ganzes Befinden, für meine Gefühle und für meine Wahrnehmungen verändern. Ja, dass ich bin echt sehr mächtig. Das heißt, ich kann jetzt wählen, mit Gott zu denken. Und das heißt dann jetzt mit dem Heiligen Geist zu denken. Ne, der Heilige Geist. Oder mit Jesus zu denken, das ist ja dasselbe. Der ganze Kurs sind ja Gedanken, die uns Jesus und der Heilige Geist gemeinsam Teamwork, ne? Im Teamwork uns geben, hier uns schenken. Ja? Gott ist der Geist, mit dem ich denke. Also wir füttern uns, wir werden gefüttert, wenn wir wollen. Das ist aber, wird uns nicht aufgedrängt, sondern der freie Wille ist hier an der Basis, ganz wichtig. Gott drängt sich nie auf, das wäre unmöglich. Aber wenn wir wollen, dann können wir wählen, okay, ich will jetzt geheiltes oder heilendes oder heiles Denken praktizieren. Ich will jetzt ein Denken praktizieren, was mich und die Welt heilt. Ja. Das liegt doch an der Wurzel von allem, dieses Bedürfnis. Ich will heilen und ich will geheilt wahrnehmen. Also öffne ich mich jetzt für Gott ist der Geist, mit dem ich denke. Und lass mich unterrichten, lass mich lehren vom Heiligen Geist, was er dazu sagt. Der heutige Leitgedanke enthält den Schlüssel zu dem,
was deine wirklichen Gedanken sind. Und dieser Absatz, ihr Lieben, der jetzt kommt, ja, der ist enorm, der ist wirklich krass, krass stark. Also hört zu, hört gut zu. Ja? Brigitte, hör gut zu. Okay. Sie sind nichts, wovon du denkst, dass du es denkst. Ebenso wenig wie das, wovon du denkst, dass du es siehst, in irgendeiner Weise etwas mit der Schau zu tun hat. Es gibt keine Beziehung zwischen dem, was wirklich ist, und dem, was du für wirklich hältst. Wow, das heißt, hier ist Tabula rasa, ihr Lieben, angesagt. Tabula rasa, ich bin bereit, ich will das, und das ist so schön. Das ist so schön, weil da kommt so das Flimmern, so diese Luft von etwas Frischem, etwas Neuem kommt da in meinen Geist. Ja, hier ist was wirklich Neues, weil nichts, alles wird hier in Frage gestellt, zu 100%. Alles, woran ich glaube, alles, was ich denke und alles, was ich sehe, nichts davon entspricht der Wirklichkeit oder der Wahrheit. Wow, das ist doch irgendwie toll, weil das ist doch alles so bedeutungslos, was wir hier wahrnehmen. Ja, so im Grunde doch hoffnungslos, wenn man jetzt nicht, sage ich mal, sich vollkommen verschließt vor den Meldungen, was so in der Welt passiert, oder beobachtet, was so in der Welt passiert. Ja, und hier, das ist doch wirklich, wow, das ist, also für mich ist das Licht, ja, genau, es ist Licht. Für mich ist das gibt mir Licht. Ne? Das muss ich echt sagen, das gibt mir Licht. Nichts, wovon du denkst, dass es deine wirklichen Gedanken sind, ist deinen wirklichen Gedanken in irgendeiner Hinsicht ähnlich. Null, null, nada, ne? Nichts, nichts, wovon du denkst, dass du es siehst, hat irgendeine Ähnlichkeit mit dem, was die Schau dir zeigen wird. Und ich, wisst ihr, ihr Lieben, ich höre das manchmal auch so von Brüdern, die schon einige Jahre den Kurs machen, dass sie, ich möchte hier nicht, aber dass sie meinen, sie hätten, also sie würden die Schau, sie hätten die Schau oder so, ja. Und ich kann, also ehrlich, also weil ich meine, einfach dadurch, dass ich diese Offenbarung erlebt habe, in sehr jungen Jahren und einfach weiß, wow, also das, da lässt sich nichts, das lässt sich nicht vergleichen mit irgendetwas, ja. Und wenn ich das dann manchmal höre, dann, ja, dann schaue ich einfach liebevoll und vergebend darauf, aber ich fühle einfach für mich, nee, das kann nicht sein, weil die Schau, und so wie er das hier auch sagt, die Schau ist, es ist mit nichts zu vergleichen, und du kannst es dir nicht vorstellen. Es ist so eine vollkommene Liebe, so eine vollkommene Reinheit, so eine vollkommene Unschuld. Und das ist, ja. Okay, gleichzeitig möchte ich nichts in Frage stellen, was ein Bruder sagt. Das kann ja durchaus sein, ne? Ich weiß es nicht. Es gibt ja diese Momente auch im heiligen Augenblick, ne? Der heilige Augenblick. Aber warum heißt der heilige Augenblick heiliger Augenblick? Es ist ein Augenblick und dann fallen wir schon wieder raus. In meinem Lernen ist es, für mich ist es wichtig, ehrlich zu sein zu dem, wo ich wirklich stehe, und zu sehen, okay, gut, ich habe Augenblicke und es werden mehr, auch von diesem Frieden, von dem Frieden Gottes. Gleichzeitig spüre ich aber schon, ich bin irgendwie noch hier, ne? Und ich nehme noch wahr, und ich nehme auch noch, wenn ich Nachrichten, die ich kurz immer morgens anschaue, dann nehme ich schon wahr, puh, ja, also das ist, und Jesus sagt ja klipp und klar, solange du wahrnimmst und solange du diese Dinge wahrnimmst, hast du die Schau nicht, ja? Die Schau sieht da, wo Krieg ist, Liebreiz. Und da bin ich nicht, ja. Und es ist wichtig, finde ich, weil sonst, für mich, in meinem Lernen, sonst bilde ich mir irgendwas ein und höre auf, mich vom Heiligen Geist unterrichten zu lassen. Und das, für mich, in meinem Lernen,
bleibe ich da lieber offen und sage, okay, da, ich habe da noch was zu tun. Du denkst, und ich gehe mit meinen Brüdern, ich gehe ja Hand in Hand mit meinen Brüdern und ich will mich nicht irgendwo vorneweg hinstellen und sagen, ah, ich habe schon, nein, 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 das will ich nicht, auf gar keinen Fall. Ja. Du denkst mit dem Geist Gottes, deshalb teilst du deine Gedanken mit ihm, so wie er die seinen mit dir teilt. Du denkst mit dem Geist Gottes und wir denken ja gar nicht. Das heißt, wir haben ja schon gelernt und unseren Geist dafür öffnen lassen, dass das, was, oder hat er ja auch gerade gesagt, wir denken, wir, das, was wir Gedanken nennen, ist kein Denken, es ist Träumen. Es ist Träumen. Wir träumen und Träumen ist nicht Denken. Ne, wenn ich nachts träume, im Schlaf irgendwie träume, dann sage ich auch nicht, ich habe heute Nacht gedacht, das, sondern ich habe heute Nacht geträumt, das. Ne, und ich weiß, es war nur ein Traum. Ne, und so ist es auch. Und wir denken, wir träumen. Wir denken nicht, sondern wir träumen. Wir lernen mit Gott, mit dem Heiligen Geist zu denken. Und je mehr wir das tun, du teilst deine Gedanken mit ihm, mit dem Heiligen Geist, so wie er die seinen mit dir teilt. Es sind die gleichen Gedanken, weil sie vom gleichen Geist gedacht werden. Miteinander teilen heißt gleich oder eins machen. Und die Gedanken, die du mit dem Geist Gottes denkst, verlassen deinen Geist nicht, weil Gedanken ihre Quelle nicht verlassen. Das ist ein Gesetz Gottes auch, dass Gedanken ihre Quelle nicht verlassen. Das ist der Grund, warum wir heilen können. Wir können Gott nicht verlassen. Wir sind ein Gedanke Gottes oder sagen wir eine Ausdehnung Gottes. Wir können Gott nicht verlassen. Genauso wie die Ego-Gedanken den Geist auch nicht verlassen können. Ne? Die können nicht plötzlich wahr werden. Wir können deswegen nur die Ego-Gedanken zur Wahrheit bringen und dann der Heilige Geist löst sie auf. Deshalb sind deine Gedanken im Geist Gottes ebenso wie du. Sie sind auch in deinem Geist, in dem er ist. Wie du ein Teil seines Geistes bist, so sind deine Gedanken ein Teil seines Geistes. Also das ist so, wie er das hier so. Also alles ist eins. In der Essenz von dem, was ich gerade gelesen habe, wir sind eins. Gott ist eins und sein Geist ist eins mit meinem Geist. Okay. Ich kann Gott nicht verlassen. Aber ja, lass uns einen Augenblick. Ich kann Gott nicht verlassen. Wenn ich denke, dann kann ich nur mit ihm denken. Und alles andere ist Träumerei. Erfundene Welt existiert überhaupt nicht. Spielerei, eine Seifenblase. Und wirkliches Denken ist heilendes Denken, geheiltes Denken, wahres Denken. Ja, wahrheitlich denken. Wo sind also deine wirklichen Gedanken? Heute wollen wir versuchen, sie zu erreichen. Wir werden in deinem Geist nach ihnen suchen müssen, weil das der Ort ist, wo sie sind. Sie müssen nach wie vor dort sein, weil sie ihre Quelle nicht verlassen haben können. Und was vom Geist Gottes gedacht wird, ist ewig, weil es Teil der Schöpfung ist. Und das ist auch so tröstlich, weil die Antwort ist in uns. Das, was wir suchen, was jeder hier in der Welt wirklich eigentlich sucht, dieses Glück, die Freude, den Frieden, das Licht, den Himmel, mein Zuhause, meine wahre Identität, wo ist das? Es ist hier, wo ich bin. Es ist hier, es ist in mir, es ist in meinem Geist. Es ist nicht weit, es ist näher wie meine Hand vor Augen. Es ist hier, wo ich bin. Ich bin es. Und das sind diese Übungen, die helfen. Das sind also der Beginn der Übungen, die uns helfen, ja, das zu finden, indem wir, so wie gestern, einfach vorbeigehen an allem, was sich da zeigt. Wir gehen daran vorbei und gehen immer tiefer und tiefer und tiefer. Ja. Wir legen die Dinge auf den Altar Gottes. Alles, was wir träumen, wir legen all unsere Träume auf den Altar. All unsere Bilder. Und gehen tiefer und finden die Gedanken oder aber eben die Stille. Der ruhige Geist, indem wir in der Ausdehnung Gottes sind, indem wir in der Liebe Gottes sind. Wie Jesus sagt hier, ist wunderschön.
In dem Kapitel 24, das ist römisch, was ich gestern auch schon mal hatte, an anderer Stelle, römisch 5, der Christus in dir, er sagt, was gibt es zu sehen und zu hören und zu lieben und was, dem man nach Hause folgen könnte, außer Christus? In dem Teil meines Geistes, wo wir jetzt suchen, da wohnen sie alle. Da wohnt Gott, da wohnt der Heilige Geist, da wohnt Jesus und da wohnt der Christus. Da wohne ich. Da wohnen wir alle. Und ja, ne? Die ganze Familie ist da. In Wirklichkeit sind wir eins. Und der Christus in dir ist sehr still. Denn er erkennt, dass die Liebe jetzt in dir ist und von derselben Hand sicher in dir gehalten wird, die jene deines Bruders in der deinen hält. Christi Hand hält alle seine Brüder in ihm selbst zusammen. Er gibt ihnen Schau für ihre blinden Augen und singt ihnen vom Himmel, damit ihre Ohren das Geräusch von Kampf und Tod nicht länger hören mögen. Durch sie reicht er hinaus, indem er seine Hand ausstreckt, damit ein jeder alle Lebewesen segnen und ihre Heiligkeit erblicken möge. Wow, ist das nicht wunderschön? Wow. Ja, es ist ziemlich viel jetzt hier noch zum Lesen auf praktischer Ebene. Ja, ich möchte das jetzt überspringen auch wieder und nur dies hier noch lesen. Also der Ablauf der Übung ist wie gestern im Grunde, ja, dass wir eben, Gott ist der Geist, mit dem ich denke, den Gedanken denken, die Augen zumachen, nach innen gehen und an allem vorbeigehen. Ja, so wie ich das schon ein paar Mal gesagt habe. Und er sagt hier, unter all den sinnlosen Gedanken und verrückten Ideen, mit denen du deinen Geist vollgestopft hast, liegen die Gedanken, die du am Anfang mit Gott dachtest. Sie sind jetzt dort in deinem Geist, vollkommen unverändert. Sie werden immer in deinem Geist sein, genau wie sie es immer waren. Alles, was du seither gedacht hast, wird sich verändern, aber das Fundament, auf dem es ruht, ist völlig unveränderlich. Ja? Und setz dich jetzt nicht unter Stress oder Druck, weil du meinst, du müsstest jetzt ganz besondere Gedanken finden. Es kann sein, dass der Geist still ist oder du findest Gedanken tatsächlich. Ich will hier gar nichts vorwegnehmen und es wäre am besten, wirklich so völlig erwartungsfrei zu sein. Ganz erwartungsfrei und keine Enttäuschung über das zu generieren, falls da nicht irgendetwas, weil dann ist es, zeigt ja nur, dass da eine Erwartung ist und ein Mangel. Ja, sondern wirklich einfach nur Vertrauen, Vertrauen, Vertrauen und geh an allem vorbei. Geh immer tiefer. Nimm dir diese Zeit. Sei still und geh still. Der Christus in dir ist sehr still. Deswegen hatte ich auch am Anfang, ja, was heißt denn Gott denkt? Gott vermehrt sich durch Ausdehnung. Wir sind ein Gedanke Gottes. Er hat nicht keine Wörter benutzt. Gott hat ja keine Sprache in dem Sinne. Er dehnt sich aus. Das heißt, wenn du zu einer totalen Stille kommst, wow, dann sind das die Gedanken, die du mit Gott denkst. Ja, so ist es für mich. Ich fühle das so. Ja, und gleichzeitig keine Ahnung. Ich gebe es auch wieder frei. Ich weiß es nicht. Ja, aber so ist es meine Erfahrung. Und für diese Art der Übung ist nur eines nötig. Geh an sie heran, wie du dich einem Altar nähern würdest, der Gott, dem Vater und Gott, dem Sohn im Himmel geweiht ist.
Denn dergestalt ist der Ort, den du zu erreichen suchst, ein Altar. Ja. Du wirst wahrscheinlich noch nicht imstande sein, zu begreifen, welche Höhen du anstrebst. Doch selbst mit dem geringen Verständnis, das du bereits erlangt hast, solltest du dir ins Gedächtnis rufen können, dass dies kein eitles Spiel ist, sondern eine Übung in Heiligkeit und ein Versuch, das Himmelreich zu erreichen. Ja. Ja, und das können wir während des Tages immer wieder üben. Und zwar sei es auch noch so kurz, nimm Abstand von allen Gedanken, die seiner unwürdig sind, dessen Gastgeber du bist. Und danke ihm für die Gedanken, die er mit dir denkt. Ja. Ja, was für ein, wow, was für ein Geschenk, was für ein Segen. Ah, Gott ist der Geist, mit dem ich denke. Und wenn du in ein Gefühl von Heiligkeit kommst, je tiefer du in dich hineinkommst, je tiefer, je tiefer, je tiefer. Und dann kommt dieses Gefühl von Frieden und von Heiligkeit. Ganz zart. Ja, so. Wow. Danke, danke dafür. Danke genau dafür. Ja, keine Erwartungen, kein Stress, kein Druck. Kein ich sollte, ich müsste, das sollte doch so aussehen oder so. Nein, nichts dergleichen. Einfach nur erwartungsfrei nach innen gehen, immer tiefer, an allem vorbei, was ich selbst gemacht habe. Mangelgedanken gehören nicht zu Gott. Die habe ich selbst gemacht. Und daran gehen wir vorbei. In diesem Sinne wünsche ich dir einen wunderschönen Tag in Christus. Sei gesegnet.